Ja, erstmal herzlich willkommen bei Plan C. Das Stacheln. Ah, hier unten. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Durchwühlen und suche mir eigentlich einen schönen Angelplatz, wo ich die Sonne nicht direkt drauf gucken muss. Das ist ja eine ehemalige Tongrube. Und hier soll angeblich auch noch ein Bagger drin stehen. Mir reichen schon ein paar Köderfische. Ich will gar nicht so viel. Das ist total zugewuchert. Ja. Das ist jetzt mittlerweile schon der dritte Teich, wo ich bin. Beim ersten Teich heute Morgen war es komplett voll. Also ich habe noch nie so viele Angler auf einem Platz gesehen und das war mir einfach zu lästig. Beim zweiten Teich, der ist direkt am Campingplatz und da hätte ich über einen Campingplatz gemusst. Das wäre nicht das Problem gewesen, das ist mir schon klar. Bloß das Blöde ist, wenn der Campingplatz, ich weiß nicht, ob aus Corona-Gründen oder sonst was, komplett verbarrikadiert ist. Ich habe zwar so ein Betretungsrecht und kann da drauf, aber es nützt ja nichts, weil ich kann ja nicht über einen Zaun klettern. Ja, und da alles zu ist, kommst du halt nicht drauf. Da wäre ich natürlich allein gewesen. Obwohl ich sagen muss, hier ist jetzt der erste, wo ich auch allein bin. Und das nutzen wir aus. So, ich habe beide Routen draußen. Eine liegt da und eine liegt da. Sorry wegen der Sonne. Ich komme da hinten nicht an die andere Seite. Ja, wie gesagt, das soll hier eine alte Tongrube sein. Und hier soll angeblich auch noch ein Bagger drin stehen. Ich habe es schon ein paar Mal mit einem Magnet probiert hier. Also Schrott ist hier auf jeden Fall massenweise drin. Einen Bagger habe ich nicht rausgezogen. Ist vielleicht mein Magnet auch ein bisschen schwach, wer weiß. Hier hinter mir hört man ab und zu mal Hunde bellen. Das ist hier direkt am Tierheim. Sieht man aber nicht. Ja, und bevor dieses Tierheim hier gebaut wurde, hat meine Frau hier in so einem ganz, ganz alten, eigentlich denkmalgeschützten Haus gewohnt, was sie auch hätten kaufen können und auch wollten, was dann aber über Nacht irgendwie abgerissen wurde und dann wurde das Tierheim hingesetzt, obwohl es denkmalgeschützt war. Ja, das war damals noch so in der Wendezeit, da ging das alles so holter die Polter, ne? Heute könnte man sowas nicht mehr machen. Schauen wir mal, was wird. Ich habe auf einer habe ich Made und auf die anderen habe ich Mais. So ein paar Wurmstückchen noch dazwischen. Ja, gucken wir mal. Sie sind ziemlich spät dran, aber sie wollen es noch mal wissen, ne? Ja, ich habe jetzt die beiden Angeln drin hier. Ich versuche jetzt hier noch mal ein bisschen mit einem Spinner einfach mal so auf Verdacht. Hier sollen ja auch Hechte drin sein, wenn auch nicht viele. Aber mir reicht ja schon einer. Ich habe ab und zu mal so ein paar Blasen gesehen. Boah, ich stecke hier voll drin. Ne? Irre. Ja, es ist auch nicht wirklich Bewegung im Wasser. Da ganz hinten waren vorhin mal so zwei, drei Fische, die mal so ein bisschen gesprungen sind. Aber das war's dann auch. Ich versuche mal hier so an den Seerosen vorbeizuwerfen. Es geht bestimmt schief. Dass ich hier so an den Seerosen vorbeiziehe. Was war den einen Hecht, der hier vielleicht drin ist? Vielleicht sogar noch überlisten. Das Wasser ist eigentlich relativ klar, also man kann hier sofort, man sieht hier richtig die Schlammwolke. Man erkennt eigentlich auch schon so anhand der Gewässerstruktur, ich sag mal auf dem Boden hier und wie der aussieht, das ist also wirklich eine ehemalige Lehmgrube. Das sind richtige Wolken unter Wasser hier, Wahnsinn. Tja, vielleicht sollte ich auch einfach mich noch mal da hinten hinstellen und die große nehmen und ein paar Würfe machen, weil da kommst du dann doch ein ganzes Eck weiter.
So ein bisschen wie Frühlingserwachen. Boah, hier schwirrt alles um mich rum. Wie Frühlingserwachen Anfang November. Wir haben Gesellschaft gekriegt. Hier hinten ist noch ein Angler, der blinkert. Oder hier vorne irgendwo, ich sehe ihn nicht. Jo, das erste Mal, dass ich überhaupt nach Papieren gefragt wurde. Das erste Mal kontrolliert, cool. Bis jetzt noch nie gehabt. Tja, bis jetzt nichts. Ich werde auch dann, glaube ich, zusammenbauen und werde es nachher nochmal mit dem Blinker, mit der großen probieren. Ein bisschen spinnen. Keine Ahnung. Aber so friedfischmäßig tut sich hier gar nichts. Tja, leider außer Spesen nichts gewesen. Nochmal eine schöne Aussicht genossen. Schönen Sonnenuntergang kommt jetzt. Ich mache nochmal ein paar Bilder. Hier tanzen die Mücken hier vorne. Das ist Wahnsinn. Ne? Das war heute nochmal so ein richtiger Frühlingsausbruch. Ihr glaubt gar nicht, das kriegt man jetzt nicht auf die Kamera hier. Aber was das hier für ein geiles Bild ist, wenn man hier so sitzt. Ne? Hier vorne ist so eine ganz, ganz kleine Insel. Das ist eine künstliche Insel. Das ist ein alter Baumstamm, der schon wieder komplett bewuchert. Und der treibt so ganz langsam über den See. Dann sieht man so im Gegenlicht von der Sonne diese ganzen Spinnenfäden, die sich so über diesen See und durch die Bäume. Und es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und dazwischen halt jede Menge Mücken hier, die jetzt noch mal so ein bisschen aktiv werden durch die Wärme. Und eben Libellen. Richtig geiler See. Jo, schade, dass man nicht mal irgendwie einen Anfasser. Ich hatte hier vorne so einen. Ich will nicht sagen, es war ein Anfasser. Jo, das wird schon wieder gewesen sein. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen, geht angeln. Man sieht sich. Und nächstes Mal an einem anderen See. Ich gehe jetzt alle mal durch, die es hier so gibt. Es gibt unglaublich viele hier so im Südharz. Wahnsinn.